2035. Eine Welt ohne Massentierhaltung, ohne Waldrodung, ohne Erderwärmung, ohne Artensterben. Eine Welt ohne Ölkriege, Polkappenschmelze, Meeresverschmutzung und das globale Mikroplastikverderben. Eine Welt, die wir mit Freuden unseren Kindern vererben. Ich weiß, diese Probleme wirken aktuell wie weit entfernt einschlagende Blitze. Doch früher oder später schlagen sie ein. Und dann hilft uns leider keine Impfspritze. Wir müssen auch dafür einen Teil unserer Kräfte verwenden. Und wer das zeitlich und energetisch nicht leisten kann, der kann spenden.